So Leute, ich bin's wieder, MC Arschel, und wir nähern uns jetzt langsam dem Ende unserer Space Station. Ich werde in diesem Part nur noch eine Rakete kurz bauen. Ganz primitiv, und werde da einen Tank hochschießen. Nächste Folge, nächsten Part dann, weil das Hochschießen und so, das dauert ja immer noch so sein Part. Deswegen mache ich das nächsten Part, aber in diesem Part fange ich dann auch schon damit an, unser Raumschiff hier die MCMCS in den Kerbin Orbit zu holen. Und werde halt hier erstmal Control. So, hier auf. Und werde dir dann, wenn nächste Folge noch Zeit sein sollte, nächste Folge oder so, werde ich die mit auf der Erde landen, sagen wir es mal so. Docking Port, zack. Also nur jetzt mal so um. So, und ab da an, also ab nächsten oder übernächsten, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie lange das brauchen wird, werde ich anfangen mit der Mondstation. Und ja, ich habe schon, was heißt ein ungefähres Bild? Ich habe ja nie ein ungefähres Bild. Ich mache, ist komisch, im richtigen Leben mache ich kaum was ohne einen Plan, aber im Spiel brauche ich keinen Plan. Da mache ich auf gut Glück, da bin ich spontan. Na gut, im echten Leben bin ich, ach, ich rede schon viel zu viel. Ich bin, was ich sagen wollte, zwar ein spontaner Typ, auch im Spiel und im Leben, aber es gehört ja jetzt hier nicht rein. So, der Tank sollte so eigentlich dahin passen. Sieht gut aus, so. Das ist dann aber nicht MC Starter, sondern MC Tank. Oh. Lassen wir so. Machen Caps Lock aus. Speichern. Cooler Name. Ja. MC Tank. Und gehen dann hier auch raus, denn ich werde die Rakete erst im nächsten Part starten. Und werden jetzt diese. Halt, das ist die andere. Das ist die Station. Und werde diese probieren, jetzt in unseren anderen Orbit zu manövrieren. Ich habe schon überlegt, ob ich die vielleicht, weil wir haben ja in unserer Space Station noch Platz, wo man andocken könnte. Aber da habe ich hier nirgendwo einen Docking Port. Wenn, dann müsste ich den Tank oder so. Oh, ich glaube, das werde ich machen. Ich werde den Tank abdocken und dann werde ich das fette Ding darauf manövrieren. So, der Tank ist leer. Den brauche ich ja als Gewicht, sonst hätte ich hier gesagt, den lasse ich hier. So, jetzt heißt es Keyframe. Keyframe, Keyframe, Keyframe. Umwandeln. Umwandeln in Oxidizer, nicht Monopropellant, sondern Liquid Fuel. Wandel alles um. So, wird der Tank jetzt auch mitgefüllt? Nee, nur der. Oder hier auch. Keyframe geht leer. Die Tanks füllen sich nicht. Ja, weil ich glaube, das hatte ich mal erklärt bei diesem Tanks muss der Keyframe-Tank, muss der normale Fuel-Tank direkt angeschlossen sein, also direkte Verbindung. Ob da diese Fuel-Lanes funktionieren, weiß ich nicht. Aber der Keyframe-Tank kann überall sein, nur so, wer sich fragt, wieso das bei ihm so nicht geht. So, jetzt haben wir gleich keinen Keyframe mehr. So, jetzt haben wir alles verbraucht. Jetzt können wir die wieder ausschalten. Und sollten, ja, das sollte reichen. Jetzt haben wir hier, ne, Keyframe will ich nicht. Hier noch die Tanks da rein. Zwar macht zwar jetzt, glaube ich, nicht den Kohl fett hier, aber. So, jetzt sollte da alles sein.
Ach, DB Engines, genau, die müssen ausgeschalten werden. Shutdown, Shutdown. Active und Active. Hä? Jetzt habe ich die wieder aktiviert. Nee. Passt. Na, dann werden wir mal gucken. So, da ist die Erde. Oder Körben. Wir drehen uns so lang. Naja, dann werden wir. Oh, wieder verkackt. Kurz noch. So, und jetzt fangen wir an zu brennen. Ich hoffe, ich mache jetzt alles richtig. Oh, kleinen Moment. Ich habe den Ton aus. Jetzt sollte er an sein. Hoffe ich. Halt, rauszoomen. Und ja. Das machen wir mal hier raus. Und bye bye, Minmus. Auf dir werde ich eventuell auch meine Station bauen. Mein wunderschöner Mond. Tschüssi. Wir sehen uns demnächst wieder. Ich finde Minmus einfach nur klasse. Also das ist. Jo, da rauscht er weg. Tschüssi. Komm. Und wir befinden uns in einem Orbit. Um. Körben. 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 Körben, genau. So, jetzt heißt es hier nur Apoapsis und Periapsis verkleinern. Ich hoffe jetzt, dass die Musik an ist. Nein, ich habe nicht geplant, nochmal auf Minmus zu landen. Oh, und die Station, die hat ja einen wirklich kleinen Orbit. Auf dem Mond würde ich auch nicht landen, falls das hier gleich kommen sollte. Ah, doch. 3 Millionen. Nee. Doch. Lasse ich erstmal so. Und will weg. Unsere Station. Station, die geht ab. Dum, dum, dum. Und die Apoapsis noch ranholen. Dann werden wir probieren, das Ding. Wir werden dann, weiß ich nicht, ob nächste Episode oder irgendwann. Na gut, nächste Episode werden wir erstmal das andere Ding andocken. Andocken.
Da den Tank, genau. Ist da was? Wir lassen den Tank. Nee, den lassen wir nicht. Den lassen wir nicht. Genau. Und zwar werden wir es so machen. Erstmal das hier schneller. Los, komm. Und zwar werden wir das so machen, dass ach. Sind das jetzt 100 Meter? Ne, das sind 1000. Gut, ich dachte gerade, das sind 100 Meter, ja. Das wäre aber, Junge, Junge. Würde ich eben auf so einem Flugzeug wären wir schon im Weltraum, also das wäre es ja. Ups, nicht über diese Marke hinüber. Oder werden wir das probieren anzudocken? Das docken wir an. Und dann werden wir probieren, also jetzt diese MCS docken wir da an. Also zwar jetzt nicht in diesem Part, das werden wir bestimmt nicht mehr schaffen. Das soll ja nicht überziehen. Aber sonst muss ich mal überlegen. Ach, das könnten wir in diesem Part noch eventuell schaffen. Und zwar, wenn ich sage, ich werde jetzt wieder bis in 10 Kilometer ranpirschen, dann könnten wir das Ding da andocken. Das. Nee. Das müssen wir anders machen. Das müssen wir anders machen, genau. Haben wir gleich kein Treibstoff mehr. So viel dazu. Ja. So viel dazu. Shutdownen. Shutdown Engine. Da muss ich doch glatt mal gucken. Diesen Tank. Den kann ich doch rein theoretisch abkuppeln. Jetzt. Flug beenden. Oder nee, da sitzen ja, glaube ich, welche drin. Ja, da sitzen welche drin. Wie machen wir das? Das ist. Also. Nur so jetzt mal so als Planung für den nächsten Part. Denn wir haben ja jetzt bloß noch eine Minute. Wir haben die Station hier schon mal in diesem Orbit. Nicht mehr hier in diesem Orbit. Ja. Diesem Orbit. Und da werde ich später, was heißt später, im nächsten Part werde ich halt, denke ich mal, das hier abdocken, aber nicht den Flug beenden und werde vorher mit einer Rakete hier, ich weiß nicht, ob ich die Rakete, wo ich den Tank genommen habe, werde ich hier wieder Fuel hinbringen, das Ding hier auffüllen, den Tank hier. Und werde dann das Ding hier die wieder ankuppeln, den Tank. Hier werde ich dann aber bei dieser Rakete werde ich dann einen unbemannt machen, denn da kann man den Flug ruhig beenden, weil ich würde das eh irgendwo auf der Erde landen und klatsch bumm. Und die docken wir wieder an. Und dann nachher hier bei der Station, wenn wir da in der Nähe sind, ziehen wir da alle ab, schicken die in die Station rein, dann können wir das hier wieder abdocken, den Flug beenden. Und dann können wir das Ding an diese Station andocken.
Dann haben wir was, wenn ich das mal kurz zeigen darf. Ich glaube, ich bin mir da noch nicht hundertprozentig sicher, aber mit Doppelklick schaltet man zwischen diesen beiden hin und her. Also zwischen Schiffe, die man anwählt. Anvisieren und Doppelklick. Das funktioniert manchmal nicht so, wie es soll. Dreimal hintereinander klicken, wenn ich richtig liege. Jetzt. Und wir sehen uns gleich wieder. So Leute, ich habe mir mal erlaubt, die Solardinger auszufahren. Von unserer Generatorebene. Ja, ich finde, das ist da kein so schlechtes Bild. So, und ich habe mir dann gedacht, entweder hier oben oder da unten dran, kommt dann das Schiff so längs drüber. Ich denke mal hier, denn hier haben wir ja das Ding schon verloren. Und ja. Dann werden wir das so machen. Habe ich mir gedacht. Nee. Doch, irgendwie so. Also das Ding ohne diesen Tank kommt dann halt hier ran. Dann haben wir hier noch so ein Ding für so ein Spaceship, also so ein, ach, Shuttle Bus, genau, Shuttle Bus. Falls, denn in echtem Leben ist es auch so, dass die Stationen einen geplanten Absturz haben. Zum Beispiel die ISS, die Internationale Space Station, hat, glaube ich, einen 2020 geplanten Absturz. Und das ist dann halt immer um das, ja. So, jetzt man nun die Dinger geplant abstürzen lässt, weiß ich auch nicht, weil ich nehme an, alles hat irgendwie Beschädigung, naja, ist jetzt ein bisschen falsch ausgedrückt, aber alles gibt irgendwann nach und um die Risiko oder die, ihr wisst, was ich sagen will, irgendwann muss man alles mal aufwerten oder neu machen und so lässt man das geplant abstürzen und schießt das hoch. Oder vielleicht kann man dann einiges verbessern, sieht, okay, so hat es reagiert. Das können wir auf der Erde so und so verbessern und dann schicken wir eine zweite Variante hoch, als Beispiel. Deswegen lässt man sowas geplant abstürzen und natürlich nicht mit Leuten innen drin. Deswegen muss immer ein Dockingport mindestens. Ich habe es jetzt hier am Hauptkommando. Ich könnte natürlich hier andocken, hier drüben andocken. Ich glaube hier dran nicht. Könnte ich überall auch andocken, aber ich mache das gern an diesem Kern. Ja, ich finde eigentlich unsere Station. Ich habe hier mal die ganzen Lichter angemacht. Sieht doch echt schön aus. Soweit wie wir jetzt sind. Schön mit der Powerstation. Hier die Sonne werden wir dann auch demnächst irgendwann mal fliegen lassen. Natürlich nur nebenbei, dass wir jederzeit andocken können. Weil die Engine, die da hinten dran ist, die ist nicht so dufte, sag ich mal. Na gut, dann. War es auch schon wieder für die Folge? Ich habe schon wieder ein bisschen überzogen. Und sage ganz einfach, auf Wiedersehen, tschüss und viel Spaß beim was immer ihr auch gerade macht. Bye bye.